Hallöchen, liebe Waifus und Husbandos der Mesomanga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einem Gelaber-Video. Heute labern wir ein wenig über Metroid 2 Return of Samus für den Game Boy. Ich habe es jetzt nach all den Jahren, wo ich das Spiel immer nur kurz mal angefangen habe und dann in die Ecke gepfeffert habe, habe ich es jetzt endlich durch. 8 Stunden hat es mich gekostet meines Lebens und ich möchte euch ein bisschen darüber informieren, weil viele kennen die anderen Metroid-Spiele und der Gameboy-Teil, der wird so ein bisschen hart vernachlässigt, für viele extrem schlecht. Dabei ist es doch von dem legendären Producer Gunpei Yokoi erschaffen worden, der vor allem für auch den Gameboy an sich verantwortlich war. Und das Ding rockt. Das Ding rockt dir die Bude. Für einen Gameboy-Teil, muss man dazu fairerweise sagen. Es ist erstaunlich komplex von den Maps. Es ist erstaunlich kompliziert und schwierig an manchen Stellen. Und so weiter und so fort. Also man darf dieses Spiel vom Schwierigkeitsgrad sowie von der Komplexität nicht unterschätzen. Das ist schon mal der erste Fehler, den man machen kann. Wenn man sagt, oh ja, ist ein Gameboy-Spiel. Bullshit. Wenn ich da überlege, dass es diese, sagt's mir, diese Gameboy-Teile für einen Mega Man gab, die waren auch knackeschwer. Also das hat nichts damit zu tun. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Grundbasis der Story. Metroid 2 ist im Grunde funktioniert folgendermaßen. Wir haben Samus. Samus ist gerade auf dem Weg zu einem Planeten, landet dort. Der Planet hört auf den Namen SR388 oder SR388. Und dieser Planet, sage ich mal, wird bevölkert von diversen Tierchen und Pflanzen. Nichts Ungewöhnliches. Doch schon in den ersten Spielminuten wird einem klar, dass es hier spätestens, weil man unten rechts die Anzeige sieht, aber fernab davon, man sieht, dass es um Metroids geht. Denn diese Viecher, wie Ameisen oder Hasen oder was auch immer sich schnell fortpflanzt, hat einen riesigen Counter, ich glaube 48 oder so anfangs. Und man soll jedes einzelne Metroid auf diesem Planeten dem Garaus machen, dass es Ruhe ist in der Welt, in der Metroid-Welt. Und das ist so die Aufgabe oder beziehungsweise mehr oder minder die obvious Aufgabe, die man tun muss, damit dieser Planet wieder, damit diese Metroids einfach nicht die Welt, das Universum erobern, weil die sind relativ für den Frieden des Universums relativ schlecht. Kann man es mal so sagen, ja. Sie würden es gefährden. So. Fernab davon geht's halt dann einfach los mit der Action. Du kannst normal von links nach rechts, du kannst normal springen, du kannst einen normalen Schuss machen, du kannst auf deine Raketen wechseln und die hat man nicht unendlich im Gegensatz zu dem normalen Schuss, sondern man muss Gegner töten, damit ab und zu mal irgendwelche Missiles gedroppt werden. Und man kennt das Prinzip ja aus Metroid-Spielen an sich. Ich glaube, brauche ich nichts großartig erklären. Es gibt diverse Waffen, die sich weiterentwickeln, also die Strahlen, die bekommt man dann von den Chozo-Statuen. Es hat sich so in dem Grundprinzip nichts geändert. Nur ist es eben für den Gameboy. Und es gibt keine Boss-Gegner mehr in dem Sinne. Es gibt halt diese Encounter an Metroids, die man nach und nach immer findet. Man findet immer so eine, ich sag mal, so eine Schale. Also so dieses typische Metroid, sage ich mal, dieses das, was wir kennen. Und diese brechen halt auf und mutieren und werden zu anderen Metroids, wie zum Beispiel den Alpha oder später Beta und ich glaube Zeta oder sowas. Oder Gamma. Irgendwie so Alpha, Beta, Gamma und Zeta Metroid gibt es irgendwie dort. Waren es 3 oder 4? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, natürlich je nach Wert sind die Viecher dementsprechend auch schlimmer, größer und halten mehr aus. Und man muss sagen, holy shit, also es wird gerade gegen Ende richtig, richtig anstrengend, weil die Viecher dann doch
Ich habe mal nachgeguckt, weil ich jetzt nicht beim Kampf zähle, wie viele Missiles ich dem Gegner reinhau. Aber gerade so diese Zeta-Metroids, die haben, brauchen halt 40 von diesen 40 Raketen. 40 Missiles muss man denen in das Face reinhauen und die bewegen sich auch noch ganz hässlich. Und später gibt es auch noch so Sandpassagen oder so, wo man immer wieder was freischießen muss, damit man das Viech überhaupt erwischt, weil die sonst sich so in den Sand glitscht und dann man kann nicht durchschießen und das ist nervig. Man muss also immer, also ich hatte mehr Probleme mit meiner Munition als mit den Leben, wobei die Leben später auch relativ schnell. Ich bin sehr oft auch gestorben, muss man dazu fairerweise sagen, weil der Schwierigkeitsgrad nimmt enorm zu ab dem letzten Viertel, kann man sagen. Davor geht es, es ist durchwachsen, es ist eine stetige Kurve, es ist in Ordnung soweit, aber das, am Ende wirst du halt nur noch kaputt gemacht. Was ich super an diesem Spiel finde, ist, wie komplex es ist. Also das, was man an Metroid so liebt, diese riesigen Maps, die alle in sich einen Sinn ergeben und da geheime Gänge zu noch mehr Missile, also so Missile-Container oder Energie-Container eben zu finden. Wer darauf Bock hat und dem das Spaß macht, der wird auf beim Gameboy-Teil auf jeden Fall ebenfalls seine Freude haben. Da haben sie so im Grundprinzip auch nichts geändert und es ist nach wie vor ein richtig gutes Map. Richtig gute Maps, also richtig gute, wie soll man, Level-Design, ja. Es ist in sich stimmig, es macht Sinn, man muss ein bisschen nachdenken manchmal und dann auf einmal macht's Klick und dieser Moment, wenn es weitergeht, ist einfach herrlich. Und wie oft bin ich teilweise bei alten Level quasi, Levelstrukturen nochmal vorbeigegangen, nur um zu gucken, habe ich jetzt auch wirklich alles oder war da nicht noch was? Und es ist auch so, dass je nach einer gewissen Anzahl, die sind unterschiedlich, nach einer gewissen Anzahl Metroids, die man killt, wird halt der nächste Weg frei und dann verschwindet quasi Lava. Und mein Problem war es dann immer zu überlegen, fuck, wo ist jetzt die Lava nochmal weggegangen? Weil wenn diese Lava fehlt, ist es quasi wie ein Durchgang, wo es dann halt wieder Gegner gibt und man kann einfach weiter. Und irgendwann war ich so konfus, dass wenn das halt, sag ich mal, so zwei Lavafelder nebeneinander waren, aber immer nur eins davon sich geöffnet hat, irgendwann bist du da nicht mit klargekommen und ich bin durch diese Welt geirrt. Ich habe bestimmt auch nicht alles gefunden, weil es war einfach sehr groß und komplex für ein Gameboy-Spiel sowieso. Also mega, was da geleistet wurde für ein Gameboy-Spiel. Das Ding muss auch vergleichsweise zu anderen Gameboy-Titeln zu der Zeit 1992 in EU, kann man dazu mal sagen, also in Europa, muss man halt sagen, zu der Zeit gab es, glaube ich, kein komplexeres Spiel als Metroid 2. Also würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist schon ziemlich gut gemacht und es macht Laune und es ist sehr fordernd, auf jeden Fall. Ich bin 1000 Tode gestorben und das war auch sehr frustrierend, weil ich kann damit normalerweise nicht so gut umgehen. Ich habe da meistens dann auch keinen Bock mehr. Aber ich habe gesagt, diesmal will ich es durchzocken. Diesmal will ich es wirklich, wirklich durchzocken. Genau. Und das Ende ist halt natürlich, ich meine, da braucht man jetzt keinen Spoiler ansetzen oder sowas. Das Ende ist ziemlich offensichtlich, weil es ja mehr oder minder der Beginn von Super Metroid ist, was die meisten kennen. Dementsprechend, man hat eben halt nicht Mother Brain in dem Fall, sondern die Mutter der Metroid sozusagen. Ein riesiges, drachenähnliches Viech. Wahrscheinlich auch ein Metroid, das einfach mutiert wurde, zu einer Königin. Im Grunde, also ich sag mal so, wer auch jetzt, sag ich mal, das Alien-Franchise kennt, ja, auch bei Ameisen oder so. Ich habe immer so das Gefühl, dass da irgendwie so ein Mischmasch einfach gewesen ist. Auch bei Alien schon mit Ameisen irgendwie so. Ameisenkönigin, ein Viech, das einfach alle produziert und ja, und also wie gesagt, das erinnert alles sehr stark Alien natürlich, an die Alien-Franchise. Und eins, was ich sehr schön fand, war,
Also erstmal die Atmosphäre. Die Musik für den Gameboy war okay. Es gab ein paar Musiktitel, die fand ich richtig gut. Und ein paar, die fand ich so unpassend, irgendwie so nicht besonders interessant, sagen wir es mal so. Man muss aber auch dazu sagen, der Gameboy halt, ne? Es gibt sehr geile Gameboy-Stücke und da hat Metroid 2 tatsächlich welche gehabt, aber das, was man am meisten gehört hat, so, ich würde mal, würd einfach sagen, so Overworld-Theme oder wie auch Underworld-Theme in dem Fall, würde ich echt sagen, das war okay. Mehr als okay war es nicht. Und das Ende war es ja so, dass man die Mutter der Metroids besiegt hat und dann am Ende noch eigentlich denkst so, ja, sind alle weg, alle Metroids, da steht bei dem Metroid Counter 0, cool, wir haben alle besiegt. Und dann ist am Ende, liegt da noch so ein Ei, was man am Anfang schon sieht, wenn man da hinfliegt. Und man sieht, also nicht hinfliegt, sondern wenn man eingerollt da in Richtung Mutter rast, sieht man dieses Ei da und es war eigentlich schon klar, was passiert, aber es schlüpft natürlich noch ein Metroid, ein kleines Mini-Mini-Mini-Metroid und dieser Moment ist sowas von toll, also das ist ein richtig starker Moment, ähnlich wie bei Super Metroid das Ende, ist auch hier das Ende unfassbar stark, ohne großartig, ohne Text, ohne alles einfach. Dieses Mini-Metroid schlüpft, sieht Samus als ihre Mutter an und verfolgt es einfach. Und man muss versuchen, eben, oder man flieht halt wieder von diesem Planeten oder versucht an die Oberfläche zu gelangen. Und dieses Mini-Metroid fliegt so um einen herum und quietscht ab und zu und frisst dir Sachen weg, die dir im Weg sind, weshalb du sonst nicht raus könntest. Ich glaube, man könnte es trotzdem theoretisch abschießen, aber das Metroid-Baby hilft dir halt du tust halt zusammen mit diesem Baby-Metroid dann in ein Raumschiff steigen und fliegst weg. Und das ist das Ende von Return of Samus. Und ich muss sagen, es hat seine Schwächen, die Steuerung und so weiter. Es ist halt Gameboy, ne? Man muss es halt fairerweise dazu sagen. Aber es dieser, wie ein Space Jump nennt man das ja, wo er so mehrmals in der Luft hochspringen kann und immer weiter, der war am Anfang ziemlich frustrierend, aber nach einer Zeit hat es Klick gemacht und es hat wunderbar funktioniert mit dem richtigen Takt und allem. Also es war wirklich spielerisch für einen Gameboy-Titel eigentlich eine Masterclass, würde ich behaupten. Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern es war spielerisch einfach auch sehr zufriedenstellend. Das ist so richtig so. Es gab frustrierende Momente, aber ich habe mich nicht unfassbar schlecht gefühlt. Das war richtig cool. Super Metroid ist natürlich der nächste Teil, quasi der dritte Teil der Metroid-Saga. Den kennen die meisten. Und ich meine, allein schon die Tatsache, dass der Co-Creator von Metroid, der, wie hieß er, Sakamoto? Yoshi, glaube ich, ne? Yoshi Sakamoto oder Yoshi, doch, ich glaube so. Der hat Super Metroid deswegen ins Leben gerufen, weil er von dem Ende von Metroid 2 so bewegt war. So. Es hat ihn so unfassbar gerührt, dieser Moment. Und das ist schon interessant, oder? Ich meine, es hat auch bei mir, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht, dass das jetzt am Ende noch kommt und es ist ein verdammt starkes Ende, muss man mal ehrlich sagen, richtig, richtig cool. Da weiß man schon fast nicht mehr, was man von diesem
Metroids halten soll, weil also irgendwie ist es komisch. So, sie sind die Bösewichte, so die schlimmsten. Gut, später gibt es ja dann auch noch die, oder was heißt später, am Anfang, im ersten Teil gab es ja auch Ridley und sowas, aber hier gibt es, wie gesagt, keine Bosse in dem Sinne oder irgendwelche Charaktere, die wiederkommen, wo du sagst, ah, die kenne ich, Crate kenne ich und so weiter. Ist ein bisschen schade auf der einen Seite, aber es ist auch mal eine Abwechslung und es war interessant. Was ich zum Beispiel sehr vermisse in den Teilen danach, ist es, dass diesen Spider-Ball nicht mehr existiert. Man kann sich nämlich in diesen Ball reinrollen, dann drückt man noch einmal nach unten und dann kann man an den Wänden entlang kleben und rollen. Und das hatte noch mal die Welt noch mal so viel größer gemacht, weil man noch, oh, da wollte ich noch hin und da war ich noch nicht und es war cool. Es hat echt wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich empfehle es jedem Gameboy-Leuten, also Leute, die eine Gameboy-Affinität haben, denen auf jeden Fall. Ich würde mal reinschauen. Leute, die Metroid super cool finden, würde ich es auch mal empfehlen. Es ist ein bisschen anders als die anderen Metroids, aber bei keinem, also ich habe schon oft gehört, das wäre das absolut schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe, bla bla bla. Also wenn das das schlechteste Spiel der Welt ist oder so, dann weiß ich auch nicht mehr. Also ich nach wie vor muss sagen, ich bin begeistert. Es hat Spaß gemacht, 8 Stunden war es mir wert, also das hat schon mal was zu heißen. Und lasst uns noch mal ganz kurz, weil ihr habt es vielleicht auch schon mitgekriegt, die E3 2017 dieses Jahr. Logischerweise. Nintendo hat ja angekündigt und auch gezeigt, Metroid 2, Samus Returns, was ein Remake ist, ein offizielles. Es gab ja auch so ein Fake-Remake von einem Fan, was so in der Fangemeinde so prinzipiell nichts falsch ist. Oder ich sag mal auch selten, aber Nintendo haut es ja immer gleich weg. Hier in diesem Fall zu Recht, muss man fairerweise sagen. Denn sie hatten ja scheinbar dasselbe vor oder es war schon dabei und deswegen ist es auch ganz schnell wieder verschwunden. Und da muss ich sagen, okay, das sehe ich ein. Es war einfach Pech. Also von Seiten des Entwicklers, von des Fan-Entwicklers, aber naja, auch für Nintendo ein Stück weit. Und deshalb wurde das ja geclaimed. Ist meiner Meinung nach in dem Sinne in Ordnung, aber sie claimen auch anderes. Also ich verteidige da auch da prinzipiell nichts. Da finde ich zum Beispiel, wie es Sega handhabt, auch wesentlich angenehmer. Was auch immer. Ich wollte noch kurz über dieses Remake reden, dieses offizielle. Man hat ja schon Trailer gesehen und man weiß schon so ungefähr, wohin es geht. Und ich muss sagen, bisher, was ich so gesehen habe, hat mich so gar nicht an Metroid 2 erinnert. Also wirklich so gar nicht. Was ich vor allem überhaupt nicht mag daran, ist der Style. Dieses Plastik 3D, 2.5D mehr oder minder. Was mich auch von der Bewegung und von der Animation her auch sehr stark an Another M erinnert. Also so von der Art her und auch so ein bisschen vom Stil. Nur vielleicht ein klein wenig bunter, würde ich sagen, aber ansonsten sehr ADAM-mäßig und wo ich jetzt sagen muss, fand ich jetzt ADAM zumindest, ich habe es nicht gespielt, sondern ich habe nur mal ein Let's Play dazu angeguckt. So vom Ganzen, vom Feeling her und so fand ich es jetzt nicht so verkehrt. Es ist einer der schwächeren Teile definitiv, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm wie manch anderer. Aber der Style so auf einem kleinen Bildschirm in 2.5D hat es das gebraucht? Hätte man da nicht vielleicht lieber schöne Sprites machen können, ähnlich wie eben halt Super Metroid oder Metroid Fusion oder sowas? Musste das sein? Ich fand zum Beispiel auch Zero Mission auch schon so vom Style her nicht mehr ganz so ansprechend. Aber das Neue da jetzt, dieses Metroid 2 Samus Returns für ein 3DS. Bin ich noch am Überlegen, ob ich mir das holen würde. Ich bin froh, ich finde es schön, dass Nintendo Metroid nicht so ganz vergessen hat. Aber ich finde es etwas schade, dass es ja jetzt dann halt irgendwie leider doch nicht die Qualität hat von der Grafik, wo ich mir hätte gewünscht. Aber
naja, so ist es. Manch anderen wird es wahrscheinlich besser gefallen, weil die eben die Pixel Arts nicht mögen. Ich liebe sie halt. Das ist halt der große oder feine Unterschied. Aber es sieht auch nicht, es sieht auch von der Ästhetik her nicht wirklich schön aus. Es sieht sehr plastisch aus und die Bewegung, wie gesagt, das fühlt sich alles auch ein bisschen langsamer an, weil die Animationen sind. Ich hoffe, da wird noch irgendwie dran gefeilt und das ist jetzt nicht das Endprodukt, was man da gesehen hat. Das wäre ein bisschen schade. Na gut, ich wollte einfach mal wieder darüber reden, über ein Videospiel, und das habe ich hier in dem Fall gemacht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Metroid 2 damals hattet. Ich hatte es ja damals als Spiel, habe aber nie weit gespielt, weil ich unfassbar schlecht war. Bin gleich am Anfang bin ich krepiert beim ersten Metroid. So schlecht war ich als Kind, also da war ich gnadenlos schlecht. Später bin ich ein bisschen weitergekommen, aber auch nicht so viel und hatte auch keine Geduld mehr. Deswegen habe ich es jetzt mal nachgeholt und bin zufrieden, dass ich das gemacht habe. Doch, doch. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es schon mal gespielt habt, ob ihr es durch habt und ob ihr es ähnlich seht wie ich oder komplett anders. So, in diesem Sinne, das war ein Gelaber-Video, warum auch nicht, kann man mal machen, über Metroid. Dann haben wir das auch mal auf dem Kanal drauf. Warum nicht? Ich bin euer René von der Meso Manga und ich sage wieder einmal, ciao. Bye, bye. Ach ja, es gibt keine Map. Das ist eine dumme Idee gewesen.